Oh mein Gott. Ja, was ist hier die Sache? Okay, vielleicht geht das. Vielleicht so. Ah, verdammt. Waren wir zu langsam für. Da bin ich auch zu langsam. Ich habe nicht die Reaktionszeit. Okay, da unten durch. Uff, da gibt es aber auch noch eine richtige Lösung für. Okay, dann müssen wir ja Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Und zurück. Jetzt da durch. Und jetzt hier lang. Ah, es ist hier so schnell wieder zurück. Unmöglich. Oh mein Gott. Da müssen wir schneller sein. Und dann die Axt greifen und schnell wie möglich runter damit. Meine Fresse. Uff. Es ist vieles, was auf einmal passieren muss. Ist hier dann. Hier müssen wir es durchschaffen. Wenn sie hier durchfasst, hat man eigentlich Zeit, die Axt zu nehmen. Da müssen wir sehr schnell sein mit der Axt. Sehr schnell müssen wir weg sein. Wenn wir Stern verlieren wollen mit der Axt, das ist natürlich. Sie muss da durchgreifen durch die Tür, durch die rechts linke Tür und dann müssen wir eigentlich schon oben sein. Wir müssen eigentlich. Müssen wir hier genau das jetzt, die Zeit nutzen. Während sie denkt, wir sind da durch, wir müssen aber. Da habe ich gerade, da hing ich gerade an einem Felsen fest. Genau so müssen wir es machen. Wir müssen so tun, als wären wir hier durch. Jetzt hat sie uns geschmettert. Das denke ich ist eine Möglichkeit. Eine sehr knappe Möglichkeit. Ne, die sieht uns. Uff, 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 uff. Heftiges Uff, Big Uff. Jetzt dürfen wir keine Sekunde, keine Millisekunde zögern. Die Axt auf uns nehmen und runter hier. Das war schon eine Millisekunde zu viel gezögert. Das habt ihr gesehen, da sind wir gestorben. Holla, die Waldfee. Axt und. Mit, ja, und jetzt dadurch. Das ist Big Uff. Dann müssen wir sie durch das kleine Loch dort und dann guckt sie hier raus und dann müssen wir. Ich habe der Mauszeiger wird nicht eingeblendet. Also wir jetzt durch das linke, also durch das linke Tor, da wo wir gerade stehen, einmal rufen, durch das linke Tor. Dann daraus schnell die Axt greifen, wieder runter, durchs rechte Tor raus, dann kommen wir. Nee, durchs rechte große Tor müssen wir raus. Während sie dann. Wir müssen durchs rechte, während sie dann rumfummeln, müssen wir hier hoch und dann. Uff. Axt greifen und. Ab mit dir. Durch das. Hier durch. Okay, jetzt haben wir die Axt. Jetzt haben wir die Axt.
Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig. Okay, da können wir mit der Axt nicht hochspringen. Heißt, wir müssen hier durch. Müssen sie hier rufen, dann hier durch. Müssen wir von unten da lang. Alles klar. Bevor sie uns hier kriegt, müssen wir hier durch. Und genau so. Halleluja. Big Brain. Oh, wo sind wir jetzt hier gelandet? Ein Gehirn an der Seite. Und irgendwelche Zellen. Okay, dass wir jetzt hier irgendwie noch an die Kiste rankommen. Ich weiß ja nicht. Wir haben keine Türen mehr, durch die wir durchkommen. Den Trick kriegen wir nicht mehr hin. Es gibt keine Türenrätsel mehr. Zieh erstmal die Axt raus. Okay, hier können wir nicht hinauf. Ach du Schreck. Vielleicht können wir sie rufen. Okay. Richtig rufen, richtig draufhauen. Ach du Schreck. Das soll was werden. Ach, knappe Sache. Zuhauen müssen wir dann noch. Zuhauen lernen. Dass ein Zwerg nicht mit einer Axt umgehen kann. Ist auch so eine Sache. Ich habe eine Idee, Leute. Wisst ihr was? Also jetzt nicht, was das Spiel angeht, aber ich habe doch gerade eben schon Gehirn gesagt. Kann es sein, dass wir in Six Gehirn drin sind? Dass wir, wenn wir jetzt das Biest besiegen hier, das Monster, dass wir Six vielleicht zum Guten machen? Dass wir Six vielleicht von ihrem bösen Monster in sich drin befreien und zuhauen. Bruder Jakob. Das klang fast ein bisschen wie Bruder Jakob. Six. Sieht wieder normal aus. Haben wir sie. Haben wir das Monster in ihr besiegt. Haben wir sie befreit. Na komm, Six. Auge. Six, bist du wieder gut? Das letzte große Monster hier. Es wird eng. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Six. Du hast noch nie auf mich gewartet, aber. Oh Schreck. Durch die Tür durch. Hier hoch. Na komm. Renn schon. Lauf. In die Freiheit.
Und zieh dich hoch, ziemlich hoch, Sex. Na komm. Zieh. Gemeinsam ins Licht. Nein, was? Nein. Sex, warum? Sie ließ mich fallen. Sie hat Mono fallen gelassen und geht alleine davon ins Licht. Lässt uns hier zurück im Dunkeln. Dann wachen wir wieder auf, unten im Gehirngewebe, im Zellengewebe. Ich weiß nicht, ob das Gehirn, ich schätze mal, es ist Gehirn. Alleine zurückgelassen von Six und in der wabernden Gehirnmasse. Jetzt noch passieren? Was können wir denn jetzt hier noch erreichen? Ein Stuhl. Wir sind der Herrscher der Gehirnmasse-Welt. Auf unserem Thron. Was geschieht hier? Einsam auf einem Stuhl. Sitzt da, bis er erwachsen wird, oder was? Er wächst auf diesem Stuhl heran. Und wird selbst zum Sin Man. Nein. Oder? So haben wir doch den Zen-Man zum ersten Mal gesehen. Den großen, dünnen Mann. Sitzend auf seinem Stuhl im roten Licht. Im rot-violetten Licht. Und Kram gebeugt. Tun wir nichts anderes, außer dort zu sitzen. Und vor uns hin zu vegetieren. Tja, so sieht's aus. Wir sind selber ein Sandman geworden. Wir können ja auch das gleiche wieder. Wir können ja flackern, wir können ja durch Fernseher durch, wir haben ja die Fähigkeiten bekommen. Wir sind der Sandman. Mo ist der Sandman. Am Ende eines langen Fluchs hinter einer verschlossenen Tür. Hinter einem, am Ende eines dunklen, bedrohlichen Ganges. Und so endet dieses Spiel, wie es angefangen hat, oder was? Mit einem Flur.
einen dunklen Korridor. Tatsache. Errungenschaft freigeschaltet, Signalstörung. Errungenschaft freigeschaltet, halber Hut. Na, wir haben ja nicht, wir haben lange nicht. Wir haben die Hälfte der Hüte gesammelt wahrscheinlich. Ja, zwei habe ich schon übersehen, wo ich weiß, wo die sind. Der Rest war ein bisschen schlimmer versteckt. Da haben wir Little Nightmares 2 durchgespielt. Ja. Da weiß ich gerade nicht, was ich sagen soll. Da fehlen mir die Worte. Ja, und die Six ist jetzt, da das jetzt eindeutig, wir wissen es jetzt, aber wir wissen es ja jetzt alle, da das jetzt die Vorgeschichte zu Teil 1 ist, das Prequel zu Teil 1 ist, wissen wir auch, wo Six hingegangen ist und wo die dann rauskommt, wenn sie durch das letzte Portal durchläuft. Dann kommt es in Teil 1 an. Wir haben Teil 2 durchgespielt. Das Finale. In eine Stunde, in fast anderthalb Stunden geschafft. Und der Bosskampf hier am Ende, das hat es jetzt zumindest jetzt auch im letzten. Ja, das Ganze dreimal besiegen hier. Die Box, das hat sie in sich hier. Die Riesen Six. Was hatte es in sich? Ui. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, also es ist. Ich will jetzt ein bisschen vorsichtig sein damit, aber ich fand es ein bisschen kurz. Es ist nicht kürzer als das erste, als der erste Teil. Es ist sogar genauso. Also Teil 1 habe ich auf meinem Kanal in Viertelstunden-Parts aufgeteilt. Diesmal habe ich halbe Stunden-Parts gemacht. Und wenn man es hochrechnet, kommt ungefähr auf dasselbe hinaus. Ja, das kommt. Das wird so Pi mal Daumen auf dasselbe hinauskommen. Hätte ich das jetzt auch in Viertelstunden-Parts aufgeteilt, wäre es ungefähr. Das Spiel ist ungefähr gleich lang wie Teil 1. Ich habe nur irgendwo gehört, dass das Spiel mehr Umfang und ein bisschen mehr Zeit größer sein soll, und das hat da bin ich jetzt ein bisschen vielleicht mit der Erwartung ein bisschen falsch dran gegangen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht bei manchen Stellen, aber ja, ich will nicht, dass es endet. Das ist einfach der Punkt. Das ist, ich finde es so schön. Ich will nicht, dass es aufhört. Das ist, ich will es nicht. Irgendwann muss es vorbei sein. Ich weiß, irgendwann muss das ein Ende nehmen. Ich wollte, dass es noch länger geht. Ich wollte noch mehr Spielspaß haben. Ich wollte noch mehr Bossgegner besiegen. Wen haben wir denn besiegt? Die Lehrerin haben wir am Ende noch. Die haben wir verschont. Die lebt noch. Die Lehrerin haben wir nicht getötet. Den Förster, den haben wir erschossen. Den Doktor, den Arzt, den haben wir verbrannt. Und hatten wir noch die kleinen Kinder, die Patienten hatten wir, die Puppen hier, diese Puppen, die sich bei Licht stillgestanden haben und sich im Dunkeln bewegt haben, das war ja heftig. Und dann hatten wir noch den Zinnman, der wir am Ende selbst waren. Ja, Und die Zuschauer nicht zu vergessen. Zuschauer heißen sie auf dem Wiki, wie sie im Wiki genannt werden. Die Fernsehguckenden Leute, die uns ausgesaugt haben, wenn wir ihnen näher gekommen sind. Joa. Wenn ich es bewerten muss. Also, ich versteht mich nicht falsch. Ich finde Teil 2 mir hat super Spaß gemacht. Ich habe da wirklich, waren tolle Spielstunden, die ich hier gemacht habe. Da haben wir einige Streams und einige Parts draus gekriegt. Versteht mich nicht falsch. Ich finde es wirklich gut. Aber wenn ich es jetzt nebeneinander halten müsste, ja, das muss ich halt ein zweiter Teil von
hoffentlich einer Trilogie oder einer, hoffentlich, ja, bietet sich an, eine Trilogie daraus zu machen. Das muss ich ein zweiter Teil auf jeden Fall immer anhören. Ich finde den ersten Teil, wenn ich den daneben halte, ehrlich gesagt besser. Ich finde den, ich muss den, muss da wirklich sagen, ich finde den ersten Teil immer noch besser. Die Gegner, ja, der Sinman hat mich jetzt irgendwie nicht. Es ist der Lehrerin. Lehrerin fand ich die stärksten Gegner bis jetzt. Was heißt bis jetzt? Wir sind in den Credits. In diesem Teil fand ich die Lehrerin die beste Gegnerin. Es war spannend. Der Förster fällt auch ein bisschen. Den Sinman fand ich jetzt ein bisschen. Ja, gut. Ja gut, zurück zur Story. Ich erkläre mir das wirklich so, dass wir am Ende den, dass wir sie zurückgeholt haben und dass wir das Böse aus ihrem Kopf rausgelegt haben, dass wir das Monster in ihr zerstört haben. Damit, dass wir das, die Spieldose zerstört haben. Das heißt, sie kommt am Ende, sie geht am Ende in Teil 1 rein und ist an Teil, sie ist in Teil 1 die Gute. Ist ja, weiß nicht, ob man da das Gute, wir kennen es ja, wir wissen ja noch, wie es in Teil 1 war. Das ist, die ist ja, das habe ich auch auf meinem Kanal veröffentlicht. Wer das noch nicht gesehen hat, kann es sich nochmal anschauen. Und am Ende von Teil 1, Achtung, Spoiler, alle, die Teil 1 noch nicht geschaut haben, jetzt mal kurz weghören. Am Ende Teil 1 wird sie ja dann wieder böse. Also sie kriegt ja dann die Stärken von der, saugt ja dann die Energie von der Madame auf und wird dann zum, geht dann dort raus aus dem, geht dann als starke, als nicht unbedingt, nicht so Monster wie im zweiten Teil jetzt hier, aber als, insofern als Monster, dass sie zerstörerischen Fähigkeiten hat, geht sie dann da raus. Hoffen wir auf einen dritten Teil. Man sage es mal so, wie es ist. Ich hoffe auf den dritten Teil. Gut, jetzt ist der zweite Teil jetzt erst seit ein paar Wochen raus. Seit ein paar Tagen. Das hier wird seit ein paar Tagen. Und das hier live ist. Und das online kommt auf YouTube als Parts. Seit ein paar Wochen. Es wird sicherlich noch eine Weile dauern, bis Teil 3 rauskommt. Daran ist noch nicht zu denken. Wir können vielleicht irgendwann mal Teil 1 wieder spielen. Auf Twitch. Bietet sich auf Twitch an. Auf YouTube müssen wir es nicht veröffentlichen. Haben wir schon. Ja. Wäre vielleicht gute Idee. Ein Sequel. Das war jetzt ein Prequel. Teil 2 war jetzt ein Prequel zu Teil 1. In Teil 3 könnte man doch vielleicht mal ein Sequel machen. Aus Teil 3 könnte man ein Sequel machen. Es gibt jetzt hier noch eine. Sag schon, DLC gibt es hier noch von Nightmares 2. Das könnten wir uns auch noch antun. Ich habe es mir noch nicht gekauft. Habe es auch nicht vor, momentan zu kaufen. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht werden wir das noch irgendwann spielen und streamen. Vielleicht werde ich das irgendwann streamen. Jetzt nicht. Ich werde noch ein anderes Projekt dazwischen schieben. Ich werde andere Projekte dazwischen schieben. Ich weiß nicht, ob das dann schon soweit ist, wenn der Part hier veröffentlicht wird auf YouTube. Vielleicht sehen wir uns dann auch wieder. Müsst ihr mal gucken. Wenn nicht, dann wartet noch ein bisschen, wenn ich noch nicht mit dem DLC angekommen bin. Schaut da morgen. Schaut da morgen, ob gleich der nächste Part kommt oder ob das. Ob, ihr könnt es ja sehen im Titel, ob jetzt Ende drin steht im Titel oder ob nicht. Wird wahrscheinlich nicht drin stehen, aber wir werden es dann morgen sehen, ob dann ein neuer Part kommt. E-Sports Manager. Aha. Ich würde auf jeden Fall. Vielleicht war das mit mehr Content gemeint im DLC. Aber das ist nicht das Argument, weil Teil 1 hatte auch ein DLC und das hatte ja auch noch. Das war ja ein ganz, war fast ein eigenes Spiel. Das Kit DLC.
Und das DLC von Teil 2 jetzt auch so lang ist wie das DLC von Teil 1, haben wir noch jede Menge Spaß daran. Das erwarte ich doch davon. Das ist noch ein paar. Vielleicht kommen noch ein paar DLCs raus in den nächsten Wochen und Monaten. Ich meine, wann ist Little Nightmares 1 veröffentlicht worden? Also erwartet nicht, dass dieses Jahr noch Teil 3 rauskommt. Ich denke nicht. Und nächstes Jahr vielleicht auch nicht. Ich google gerade mal danach. 2017 kam. Wer es genau wissen will, am 28. April 2017 kam Teil 1 auf den Markt. Am 18. 2019, 2020, 2001. 4 Jahre hat es gedauert, bis Teil 2 rauskam. Wenn sie ein bisschen schneller sind, dann können wir es vielleicht schon in 2 oder 3 Jahren sehen. Teil 3 Jahre. Ja, 4 Jahre hat es gedauert, bis Teil 2. Ja, rechnet mal nicht vor. Rechnet mal nicht 2022 und 2023. Rechnet mal nicht vor 2024 mit einem Teil 3. Erstmal haben wir hier Teil 2 gekriegt. Vielleicht gibt es dann noch Ende des Jahres oder Mitte des Jahres ein neues DLC. Und dann ein drittes DLC und so weiter wie beim Teil 1 und so. Und dann mal schauen. Vielleicht können wir das dann machen, wenn neue DLCs rauskommen, können wir das dann gleich das dann im Pack kaufen oder so. Mal schauen. Ich will das DLC jetzt noch nicht kaufen. Ich schau mal noch ein bisschen, ich lasse noch ein bisschen Zeit ins Land fließen. Es ist. Ja. Bevor ich die DLCs spiele, werde ich vielleicht nochmal auf Twitch The Nightmares 1 durchspielen. Ist auch schön im Anschluss. Jetzt mal, dass man nur so ein bisschen hat man die richtige Reihenfolge. Wissen wir jetzt direkt, wie es weitergeht. Ja. Und was soll ich noch sagen zum Spiel? Little Nightmares 2. Insgesamt würde ich doch sagen, ist ein guter Vorgänger, Vorgänger-Nachfolger zu Teil 1. Kann man nicht meckern, es ist. Ich bin ein bisschen verwirrt, wie gesagt, wegen der Längenangabe. Ich meine, irgendwo gehört zu haben, dass das Spiel mehr Länge haben soll, also. Ja, aber tja, trotzdem sehr gutes Spiel in Nightmares 2, muss man wirklich sagen, sehr schönes Spiel. Haben wir es durchgespielt? Hier haben wir nochmal die Kapitelauswahl. Hier sehen wir, wo noch Hüte finden hätten können, die Schule. Ja. 1, 2, 3, 4, 5 Kapitel hat das Spiel. Fragmentierte Überreste entdeckt. Ah, das sind die kleinen Männchen, die man entdecken konnte. Uff. Schön, wie sich der Schalter hier oben bewegt. Joa. Wie gesagt, die DLC habe ich nicht gekauft. Ja, ein neues Spiel können wir jetzt noch starten. Oder wir verabschieden uns vom Spiel. Ja, dann sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es gefallen. Ich habe Spaß gehabt an Little Nightmares 2. Ja, war noch eine tolle Zeit, war noch ein tolles Spiel, waren ein paar sehr tolle Spielstunden. Ja.
Dann würde ich mal sagen, da habe ich noch unten, soll sich gefallen haben. Lasst ein Abo da und neues Hate für YouTube. Falls ich das noch mit reinschneide auf YouTube. Ja. Habt dann einen tollen Tag und wir sehen uns im nächsten Projekt. Oder am DLC wieder. Habe ich alles schon in den Credits gesagt. Wer zugehört hat, weiß Bescheid. Danke fürs Zuhören. Für mich noch. Danke fürs Lauschen jetzt, bei dem, was ich alles gelabert habe im DLC. Gut, na dann. Haut rein. Bis vielleicht sehr bald. Bei Nightmares 2 DLC.